Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Gothic. Ja, mir ist beim Ansehen der vorherigen Folgen aufgefallen, dass Marco trotz seiner göttlichen Macht gegen Ende hin ein kleines bisschen demotiviert klang. Das lag immer noch an diesem verdammten Schläfertempel. Ich meine, okay, ich kannte ihn nicht mehr auswendig, aber ich habe trotzdem die meisten Rätsel fast auf Anhieb gelöst. Nur offenbar kannte der Tempel die Rätsel noch schlechter als ich. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt wieder voll im Rennen und wir rennen ebenfalls unter Wasser, also tauchen praktisch, in Richtung von Xardas altem Turm. Dort hat er uns hingeschickt, denn dort würden ein paar Artefakte samt einer Rüstung auf uns warten. Und genau die werden wir uns jetzt mal besorgen. Und zwar unter Wasser. Offenbar mag Xardas es unter Wasser zu bauen. Nein, Quatsch, es gab einen gigantischen Erdrutsch, aber trotzdem hat er offensichtlich in einer Höhle... Ich sehe doppelt. Liegt das an mir oder... Kennt ihr das auch, wenn ihr voll auf Sumpfkraut seid, Leute? So ein geiles Gefühl. Nein, Huse. Vielleicht sollte ich mal nach oben schwimmen. Wow, Xardas. Was hast du hier für schwarze Magie angewendet, um deinen Tempel zu schützen? Dein Tempel? Ich meine deinen Turm. Irgendwie hat für mich in letzter Zeit jeder einen Tempel. Das hier könnte aber auch eine Art Tempel sein und das da sind seine Novizen, die wir nun einer nach dem anderen ausschalten werden. Mithilfe dieses schönen Zaubers, den wir beherrschen, Untote vernichten. Er vernichtet Untote. Stirb, Skelettkrieger! Skirbe Ding! Schabernack! Schubadubabu! Jo, nachdem ich diese Zaubersprüche aufgesagt habe, würde ich sagen, da wartet ein Skelettmagier auf uns. Da wartet noch mehr als ein Skelettmagier auf uns. Aber erledigen wir erstmal den Skelettmagier. Hör mal auf zu zaubern, mein Freund. Und dann beschäftigen wir uns mit diesen kleinen Zombie-Lines hier. Zombies haben die Eigenschaft, dass sie verdammt viel aushalten. Uns kann das mittlerweile egal sein, denn wir hauen verdammt fest zu. Aber normalerweise halten sie verdammt viel aus. Und was sie noch viel schlimmer macht... Oder nein, was sie noch schwächer macht, sie sind langsam wie Sau. Und auch so ein bisschen dämlich, ne? Schlag mal zu. Jetzt hört auf, da so zu tanzen. Was wird das? Wird das so eine Tanznummer von den beiden da hinten? So, geht ja schon wieder. Alles klar. Damit ich euch das nicht antun muss, würde ich sagen, packen wir nochmal unseren illustren Zauber hier aus. Und sagen, auf Wiedersehen. Denn 666 Schaden, nein, ich glaube, es waren 909... Nein, es waren 9999. Dagegen haben selbst diese Zombies nichts auszusetzen. Ein bisschen leichter als in Gothic 2, wo Zombies echt Pest und Cholera in einer Person sind. Du brauchst jahrelang, um sie zusammenzuschlagen und dann haben sie noch nicht mal was. Ja, hier geht das ein bisschen leichter. Vor allen Dingen mit dieser schönen Waffe, die wir in Besitz genommen haben. Trollfaust heißt sie und das tut sie auch. Jetzt stirb und hör verdammt nochmal auf zu blocken. Womit blockst du denn eigentlich? Mit deinen Nasenhaaren? Mit deinen verfaulten, grimmigen, stinkenden und ekelhaften Nasenhaaren? Behalt die Nasen. Steck die scheiß Nase weg. Michael Jackson, steck die scheiß Nase weg. Ich denke, den Rest dieser Höllenbrut werden wir besser mit dem Zauber erledigen. Da wartet ja ein ganzes Spalier von ihnen auf uns. Aber warten ist auch das Einzige, was sie gut können, ne? Auf Wiedersehen. Das bedeutet gerade jede Menge Erfahrung für uns. Leider wahrscheinlich nicht genug, um jetzt noch Stufe 32... Alter! 60 Lernpunkte! Das kam selbst für mich gerade etwas unerwartet. 60 Lernpunkte! Was man damit alles anstellen kann. Zum Beispiel Sachen lernen. Nur ein Beispiel für die vielfältigen Einsetzungsmöglichkeiten. Stirb! Geh von dannen, mieser Haderlump. Und lasse mich zum Lichtzauber greifen, um dieses in dunkelgrün getauchte, kreisförmige Gebilde hier zu erleuchten.
greifen wir nach den Tränken, die Zardas conveniently dort fallen gelassen hat. Mir fällt nie ein gutes Wort ein, um dieses conveniently zu übersetzen. Dieses sarkastische conveniently. Ihr wisst schon, was ich meine. So rein zufällig. Glücklicherweise. Was für ein toller Zufall. Naja, wir auf jeden Fall gehen in die linke Kammer. Also von vorne aus ist die linke. Und finden dort, neben ein paar schönen Tränken, ich muss mal unbedingt gucken, ob das besondere Tränke sind, aber ich glaube es nicht, nein, finden wir zwei Truhen. Eine davon wäre normalerweise verschlossen und beherbergt die antike Arztrüstung. Ein bisschen Plunder. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich habe da gerade was gesehen, Leute. Ihr habt da gerade was recht Lustiges gesehen. Ja, hier noch ein bisschen Plunder drin. Aber ich würde sagen, sehen wir uns doch erstmal die Erzrüstung an. Also, unsere Vorherrüstung. 80 Schutz vor Waffen, die Erzrüstung. 95. Vorher 15 Schutz vor Pfeilen, jetzt 25. Vorher 30 Schutz vor Feuer, jetzt 40. Vorher 5 Schutz vor Magie, jetzt 10. Und so sieht es aus. Dieses illustre Stück antiker Schmiedekunst. Tja, aber das, meine Freunde, das ist nicht das Einzige, was wir hier gefunden haben. Ne? Muss ich an dieser Stelle so zugeben. Denn wir haben ebenfalls, ich guck mal, wie meine Rüstungswerte jetzt sind, 120 Schutz vor Waffen, 50 vor Geschossen, 45 vor Feuer. Aber viel wichtiger, was wir ebenfalls gefunden haben, diese Rune. Teleport zu den Feuermagiern. Oh, wow, wow. Das ist ja lustig. Warum ist das so lustig? Ganz einfach. Die Feuermagier mögen zwar tot sein, aber da, wo die Feuermagier vorher waren, da befinden sich jetzt so manche lustige Gestalten. Aber bevor wir diese Rune benutzen, würde ich sagen, gehen wir doch erstmal zu Xardasso und berichten ihm von unserem schönen Fund. Sollen wir das? Mir fällt gerade was verdammt Lustiges ein. Das wäre verdammt lustig. Es wäre ein bisschen doof, aber es wäre verdammt lustig. Was tun wir? Gehen wir doch direkt zu den Feuermagiern. Also, meine Freunde, mal sehen, was uns da erwartet. Hey, du, was machst du hier? Ich hatte mir oder fast ich ruf die gedacht, dass es jemand durch das Pentagramm versuchen würde. Oh, Bartolo. Aber im Gegensatz zu diesem verräterischen Wachen Schmied Stone, brauchen wir dich nicht mehr. Hey, du. Wo ist Stone? Hinter Gitter. Du hast da drinnen nichts dafür zu suchen. Aber wirst du gleich unter der Erde liegen. Schnappt ihn euch, Jungs, und macht ihn kalt. Das halte ich für keine gute Idee. Jetzt pack schon aus. Das ist keine gute Idee, Bartolo. Wirklich nicht. Echt nicht. Na, schlagt auf mich ein. Schlagt auf mich ein, ihr kleinen Ball. Pupsi-Bupsis. Schlagt doch auf mich ein. Jetzt stirb auf der Leiche jenes Feuermagiers, den du mit eigenen Händen erdolchtest. Missgeburt. Und hey, Bartolo. Komm schon. Nimm ihn. Warte mal. Nehmen wir erstmal sein Schwert Prankenhieb. Wo ist es? Wo ist Prankenhieb? Da ist es ja. Prankenhieb. Du magst dieses Schwert, oder? Aber bevor wir das machen, ich habe hier noch ein bisschen eine Sumpfkrautlieferung von dir, ne? Weißt du? Hier, kannst du haben. Du magst Sumpfkraut doch so sehr. So, und jetzt friss deinen eigenen Stahl. Ich habe ihn so sehr erniedrigt, wie mir das überhaupt erst möglich war. Tja, Leute.
Und wir nehmen die Lieferung wieder zurück. Lagerschlüssel öffnet Haupttür der Lagerräume im Keller der Erzbarone. Hört sich interessant an. Torres, leider können wir nicht mehr mit dir handeln. Aber, Leute, wow, das ist, wow. Uka-chaka. Unser Inventar sollte mittlerweile aus allen Nähten platzen. Genauso wie wir vor Wut aus allen Nähten platzen. Aber eben jene Wut jetzt bald erledigt sehen. Den Gardist noch ausräumen, hat ein bisschen schönes Fleisch dabei. Und den erdolchten Choristo. Schauen wir erstmal, was wir hier gerade gesammelt haben. Ja, das dürfte eine ganze Menge sein. Bezüglich wir haben gar nicht so viel gesammelt, wie ich dachte. Naja, sicherlich ein paar schöne Ringe darunter. Ja, genau. Einen zweiten Ring der Unbesiegbarkeit. Ich war schon gerade völlig verwundert, so nach dem Motto, was ist denn jetzt los? Und wenn jetzt überhaupt noch irgendwas zu uns durchdringen könnte, dann wäre das jetzt auch nicht mehr der Fall. Alles klar. Wir lassen sie noch ein bisschen im Unglauben und bewegen uns erstmal zum guten Damarok, der bei sich trägt einen Ring der Eichenhaut. Tatsächlich wäre das eine ganz gute Idee, das zu benutzen, glaube ich fast schon. Denn immerhin sind Pfeile das Einzige, was uns momentan noch ein bisschen wehtun kann. Aber das ist ja gar nicht das Thema unserer heutigen Aktion. Vielmehr schauen wir mal, was in den Truhen der Feuermagier so drin war. Rechts. Deck das wieder an. Links. Rechts, links, links. Rechts, links, rechts, rechts, links. Rechts, links, links. Okay. Ich fühle mich, als spreche ich mit der Wand, ne? Da ist jetzt irgendwas aber nicht ganz im Lot, mein Freund. Da ist irgendwas so nicht gedacht. Okay, wir waren gerade offensichtlich zu Tode gebackt, aber das macht nichts. Links, rechts. Ich habe keine Dietriche mehr. Ach nein. Rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, rechts. Danke! Bringt uns Extrakte magischer Energie, Wein, jede Menge Erz und das Buch Wahre Macht. Wir haben mittlerweile so viele Bücher, dass wir eine Folge damit verbringen könnten zu lesen. Rechts. Rechts, rechts, links, links. Rechts, rechts, links, links. Hallo. Ah, jetzt kann ich mich nicht bewegen. Das ist schade. Oh, Leute. Das Problem ist gerade, dass irgendjemand versucht, mich durch die Wand anzusprechen. Ach so, ihr seid ja auch noch da. Ja, guten Tag. Ich würde sagen, machen wir erstmal Massaker, bevor wir die Hinterlassenschaften begutachten. Denn momentan scheint das nicht so gut zu funktionieren. Auf Wiedersehen, Gardist, der mittlerweile mit der Wand verschmolzen ist. Etwas Ähnliches sollte ich dann wohl dir sagen. Gardist, der dort hinten versucht, mich mit seiner Armbrust auch nur noch anzurühren. Du hast das Schwert ausgepackt, wie ich sehe. Tja, das war keine gute Idee. Du kleiner, roter Mordbrenner. Raven, jetzt beruhig dich. Beruhig dich erstmal. Sei ruhig. Alles wird gut. Wie ich immer zu sagen pflege. Das war's mit dir, du Mistvieh. Und jetzt, schnappen wir uns Ravens Schwert, Rabenrecht. Eine sehr gute Einhandwaffe, aber immer noch nicht die beste, Leute. Bei weitem nicht die beste. 70 Schaden für eine Einhandwaffe, das ist Wahnsinn. So, Raven. Leg dich hin. Du willst deinen Meister jetzt noch retten? Das kannst du vergessen. Aber wie mache ich? Ich glaube fast, ich werde ja doch ein bisschen in Bedrängnis genommen. Vor allem von Scar, der mit dieser Mörderarmbrust zuschlagen kann. Als würde man eine Armbrust benutzen, um damit zuzuschlagen. Genau, er war unsere größte Bedrohung momentan, denn er hat eine echt gute Armbrust. Aber die bringt ihm jetzt auch nichts mehr. Das gilt auch für dich, schlafender Gardist. Oh, Gardist im Schlafrock. Jetzt hör doch auf zuzuschlagen, Raven.
Seht doch endlich ein, dass ihr gegen mich keine Chance mehr habt, Leute. Seht es doch endlich ein. Versteht das doch. Manchmal muss man sich einfach zu schlagen geben. Geschlagen geben. Zuschlagen gebt ihr mir gerade auch. Ich hab hier jede Menge zu schlagen. Und wir greifen erstmal zu einem illustren Heiltrank. Denn sonst geht das hier auf Dauer nicht gut, Leute. Das wirst du noch zu spüren kriegen. Wir haben jetzt einen nennenswerten Vorrat an Heiltränken erhalten. Raven, meinst du das ernst? Meinst du das wirklich ernst? Denkst du nicht, dass es besser wäre, sich geschlagen zu geben? Wartet mal, wir machen das anders. Denn sonst verbringen wir hier noch Jahre damit, Leute zusammenzuhauen. Fang! Jetzt aber. Fang! Und ich krieg schon wieder doppelte Erfahrung, das ist doof. Aber nicht meine Schuld, verdammt. Also hör auf, dir irgendeinen komischen, ercheatete Erfahrungspunkte-Counter zuzulegen. Typ, der das tut. So, Gardist, beiß ins Gras, hier ist gar keins. Hier sind nur irgendwelche grauen Mauern. Raven, leg dich schlafen. Glaub mir, das ist das Beste für dich. Leg dich einfach schlafen. Versuch nicht dauernd an neue Schwerter zu kommen. Nein. Mach's dir gemütlich. Das ist die letzte Gelegenheit, die du dazu hast, mein Freund. Zeit haben, das zu bereuen. Oh, ich werde eine ganze Menge Zeit haben. Ich werde auch das gesamte restliche Lager ausräumen. Könnt ihr noch so sehr versuchen, mich da aufzuhalten, Arto? Sei artig. Und zwar das letzte Mal. Das wirst du noch zu spüren kriegen, Bastard. Och, denkst du das wirklich? Alter, so oft wie wir Raven mittlerweile zusammengeschlagen haben, wundert es mich, dass er noch aufstehen kann. Der weiß nicht mehr, ob er Mann oder Frau ist. Ach, kommst du auch noch vorbei? Auf Wiedersehen. Wir richten hier ein ganzes Massaker an. Tja, abgesehen von diesem Massaker haben wir nun in unserem Inventar das Schwert von... Das wirst du noch zu spüren kriegen, Bastard! Ja, ist ja gut. Er ist echt zu bemitleiden, der Kerl. Arthurs Schwert, leider nur 65 Schaden. Aber eine viel bessere Waffe liegt hier im Haus der Gardisten. Wo zur Hölle? Das war ein Schlag. Ja, das war... Oh. Hier im Haus der Gardisten liegt nämlich der tote Erzbaron Scar und trägt bei sich. Normalerweise... Scars Schwert mit 85 Schaden, Leute. 85 Schaden für eine Einhandwaffe, das ist ohne Zweifel die beste Einhandwaffe des gesamten Spiels. Die man sich ja im ersten Kapitel schon hätte holen können, aber ich war fair und hab mir Silas Axt genommen. So, gehen wir erstmal ins Haus der Erzbarone und rächen uns an Gomez, dem Anführer dieser ganzen Charge hier. Na, Gomez? Sitzt da noch und lässt dich betanzen, hä? Lässt dich schön betanzen von, wie heißt sie denn? Syra. Hau ab. Wenn du Streit suchst. Okay. Gut. Mach das nicht nochmal. Dann lass uns reden. Lass uns reden, Gomez. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Ich wusste... Ich bin gekommen, um dir meine Dienste anzubieten. Du platzt hier einfach rein... Und erwartest, dass ich mich mit dir befasse, du Wurm. Wache! Tja, das mit den Diensten kannst du dir in die Haare schmieren, mein Freund. Jetzt fang erstmal ein paar unserer Schläge und sag, leb wohl. Geht doch. Tja, das Lager hat nun keinen Anführer mehr, glaube ich. Der Anführer hat keinen Ring der Unbesiegbarkeit mehr. Und wir holen sein Amulett der Macht, das uns nicht allzu viel bringen wird. Aber wir haben auch noch gefunden einen sehr illustren Schlüssel. Und sein Schwert, Enos Zorn. 110 Schaden. Tja. Ich würde sagen, da haben wir uns jetzt erstmal eine kleine... Ich kann nicht hingucken. Dann halt im Stehen. Dreh dich um. Da haben wir uns jetzt erstmal eine kleine Show verdient von Syra hier. Und dieses Bild, das nehme ich mal besser mit. Nein, was ich mitnehme, ist so ziemlich alles, was hier im alten Lager noch liegt, halt, ja. Unter anderem
Ah, die Köche. Mann, müssen die eine Angst haben. Diese Truhen können wir jetzt erst öffnen, das ging vorher nicht wirklich. Aber wir finden da auch nicht so tolles Zeug drin. Aber wir nehmen es trotzdem mit. Einfach nur, um unsere mittlerweile erreichte Unbesiegbarkeit zu demonstrieren. Die Richtschwerter dort an den Wänden kann ich, glaube ich, mal Richtschwerter sein lassen. Und beschränke mich auf das Zeug in den Truhen. So, damit dürften wir jetzt schon unendlich Geld zusammenklamausert haben. So geldwertmäßig. Den Turm haben wir zwar schon erledigt, den Turm hier im alten Lager. Aber es gibt da noch eine Tür, die habe ich euch damals gar nicht gezeigt. Ich glaube, dafür ist jetzt auch gar nicht der richtige Zeitpunkt. Wir suchen uns erstmal ein Bett. Oder nein? Nicht unbedingt. Hey, Gardist! Der Erste, der Innos Zorn zu spüren bekommt. Leute, wir sind nicht böse, ja? Wir rächen uns nur. Und die haben es auch verdient. Tja, Bearbeitungs-Marco, das wird lustig. Hui, Fräulein, ich glaube, Sie haben Ihr Handtuch verlegt und ich glaube, das ist auch ganz gut so. Geh Belaya. Schon, du darfst nicht mit mir reden. Wow. Wer hat denn von Reden geredet? Tja, Leute, ich würde sagen, wir machen mal die Tür zu. Und, ja, wir sehen uns gleich wieder. Das war überfällig. So, jetzt überfällig wird etwas ganz anderes sein, nämlich wir überfallen ja schließlich auch etwas. Nehmen uns hier vorher noch die beste Armbrust des Spiels zu Gemüte. Nein, das war absolut gelogen. Die beste Armbrust des Spiels haben wir schon, die hatte nämlich Scar. Was ziemlich lustig ist, denn Scar hat damit nicht nur die beste Armbrust des Spiels, sondern auch noch so nebenbei die beste Einhandwaffe, Scars Schwert. Mit diesem kreativen Namen. So, Krea hoch, sind wir nicht, sondern wir springen runter. Wohin auch sonst. Hey, Torus! Ich glaube, Raven lebt immer noch und ich glaube, dich lassen wir auch am Leben. Anders sieht das mit dem guten Torus da hinten aus. Wie geht's dir so? Na, was soll's. Wenn wir mal genau drüber nachdenken, war Torus jetzt auch nicht so ein böser Bengel. Der Feigling verzieht sich. Deshalb lassen wir ihn am Leben. Und besuchen einige vorher nicht zugängliche Räume. Vor allem, habt ihr gehört? Stone, der Schmied, der uns damals Arschloch nannte, ist anscheinend gefangen geworden, genehmort gewesen. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal genauer an, denn nun können wir diesen Bereich hier betreten und landen ironischerweise, wenn wir das hier öffnen und dann mal nochmal öffnen, so aus Spaß. Wir haben Spaß daran, Türen zu öffnen. Dann landen wir hier. Kennt ihr noch? Wisst ihr noch, wie ich euch damals gesagt habe, irgendwann werden wir da hochstolzieren? Tja, nur Geduld und dann wird alles gut und so. So, wo das erledigt wäre, schnappen wir uns die paar Pfeile, die in einem Skeletor da stecken. Und hier liegt dann, leider vorher im Spiel nicht zu finden, die Blutschneide. Ein wahrhaft illustres Schwert. Allerdings nicht allzu stark. Nicht so stark wie Torus Schwert. Das auf keinen Fall. Stone wurde gefangen genommen und hier runter geht's in den Kerker. Ich glaube, ich sehe da einige Zusammenhänge. So wie bei den Gardisten mittlerweile nichts mehr zusammenhängt, ja. Der Kopf ist zwischen den Beinen. Der Arm liegt irgendwo 3 Meter weiter. Arme Kerle, oder? Ja, so ein bisschen. Aber auch wirklich nur ein kleines bisschen. Hier, nehmt eine halbe Runde Mitleid. Omid! Hör auf, griechische
Dinge zu tun. Also, befreien wir Stone. Und zum Kerker geht es über das Haus der Erzbarone. Nicht... Scheiße. Sondern... Bleib liegen. Das ergibt doch alles keinen Sinn mehr, Raven. Willst du das echt nicht raffen? Ah ja, übrigens, wir haben hier noch was überfällig. Der ist weg. Ach so. Wer bewegt sich denn noch? Wen tötet ihr da? Ihr fiesen Bastarde. Na, Skip? Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Waffen der Gardisten. Verkaufst du Waffen? Nur an Gomez, Leute. Ah, okay. Ja. Verstehe, wir sehen uns. Das tun wir in der Tat. Was hast du mit der Waffe vor, Mann? Tja, es gibt keine Leute von Gomez mehr. Raff das doch endlich. Wie er das nicht verstehen will, ne? Ich glaube, du hast einen Schlüssel dabei, oder? Hast du? Gib mir erstmal deinen Siegbringer. Oh, wow, 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 wow. Das sind Dietriche, Leute. Das sind Dietriche. Wir holen erstmal das... Wow, ich werde... Bleib doch liegen. Das ist eine Menge Zeug hier. Das ist, ich werde, glaube ich, mehrere Folgen, wenn man am Ende alles zusammenschneiden würde, mehrere Folgen damit verbracht haben, nur Zeug aufzusammeln. Und ein nicht verachtlicher Bestandteil der Zeit wird mit Skip draufgegangen sein. Aber ja, eins aufs Maul hat der Kerl verdient, auch wenn ich ihn nicht gleich töten werde, denn wer mich nicht tötet, wird von mir nicht getötet. So einfach ist die Regel. Das ist aber moralisch voll komisch. Nee, ist es nicht. Es ist ganz einfach. So, schauen wir jetzt doch mal, denn sogar hier das können wir betreten. Können von hier oben mal... Das ist gefährlich, Leute. Probieren wir es. Hier entlang balancieren. Und können so sogar gar nicht auf die Bühne gelangen. Aber das ist das alte Lager. Wie es noch blüht und prosperiert. Ganz abgesehen davon, dass die gesamten Gardisten tot sind. Aber abgesehen davon ist alles in Ordnung. Ja, muss man schon sagen. Greifen wir erstmal zum Lichtzauber. Sehen uns das ganze Lager mal von oben an. Ich hab euch gesagt, meine Rache kommt. Und wenn sie kommt, dann ist sie fürchterlich. Also seid lieb zu mir, Leute. Seid immer schön lieb zu mir. Was macht denn diese Winde dort? Ich glaube, jetzt können wir es mal riskieren. Haben wir jetzt eine Tür geöffnet? Ich weiß es gerade gar nicht. Denn im Prinzip... Ah, noch so ein kleines Türmchen. Tja, Leute, aber mit kleinen Türmchen geben wir uns mittlerweile nicht mehr zufrieden. Denn wir haben ja bereits das große Türmchen beobachten können. Das Türmchen beobachten, ja klar. Von oben, vom großen Türmchen runterblicken können. Schaut mal, wo ich hier lande. In Gebäuden, die man von außen sich gar nicht hätte hier erdenken können, liegt noch eine ganze Menge Erz und ein paar Heiltränke. Aber ich kann euch direkt sagen, mittlerweile lohnt es sich gar nicht mehr, sich hier wirklich umzusehen. Denn das alles hätten wir eigentlich viel früher machen sollen. War ein bisschen blöd von mir. Naja, auf jeden Fall. Was tun wir jetzt? Schauen wir erstmal, wohin diese Tür führt. Das haben wir schon gemacht. Runter da. Ich versinke im Boden vor Scham. Eher vor Schwerkraft. So, das Haus der Gardisten. Genau, das war das Wort, das ich gesucht habe. Das Haus der Gardisten. Hat hier hinten so einen schönen Gang runter. Könnte sein, dass der irgendwann mal zugemauert wird. Aber jetzt noch nicht. Und deshalb können wir ihn noch betreten. Erstmal gehen wir hier hoch. Aber da ist nichts mehr so Interessantes. Gehen wir da runter. Zum Kerker. Genau. Hey! Du Bullet. Schon wieder? Ich hätte dich schon am ersten Tag im See versenken sollen. Damals hatte ich keine Chance. Jetzt ist genau das Gegenteil der Fall. Du Wurm. Ich hoffe, dass du es mir nicht so einfach machst wie beim ersten Mal. Tja, dann hoff mal. Schade, dass du mittlerweile gar kein Schwert mehr hast. Bullet.
Auf Wiedersehen. Nein, das machen wir normal. Bevor dann, du hast dir Erfahrungspunkte zugeschietet. Leute, das ist völlig egal mittlerweile. Alles klar, Bullet ist aus dem Weg geräumt. Es wurde auch langsam Zeit, ne? Er rennt schon nur noch. Aber ich hab auch so ein bisschen Ehre, ne? So ein bisschen Ehre hab ich dann doch noch. Und zwar würde ich sagen... Jetzt bleib doch mal stehen, Junge. Bleib doch mal stehen. Nö, dann lauf halt. Ich wollte ihn eigentlich, weil er so lieb war und mich nicht getötet hat, nur niederschlagen, aber wenn er wegläuft, dann ist das ja egal. So. Und hier unten finden wir. Wenn wir Augen haben zu sehen, dann sollen wir es auch tun, verdammt. Hier unten finden wir. Doch mit Sicherheit. Nein! Stone, was haben sie mit dir getan? Ah ne, warte, das ist Knochen. Das ist ja kein Stein. Also muss Stone noch am Leben sein. Ein Schalter? Was wird der wohl getan haben? Ah, verstehe, wir haben da hinten das Gitter geöffnet. Schauen jetzt erstmal in alle Zellen. Sind das riesige Zellen, Leute. Fast schon gemütlich, wenn sie nicht so verdammt steinig und kalt wären. Tja, hier hat das alte Lager offenbar so einige Gefangene verrotten lassen. Und schaut mal, wer hier steht. Wartet mal. Schauen wir uns erstmal die andere Zelle an. Da ist nichts drin. Okay, schaut mal, wer da steht. Den kennen wir doch. Was willst du? Du siehst nicht aus wie einer von Gomez' Schergen. Ja, Stimmt. Ich gehöre nicht zu Gomez. Wie bist du dann hier reingekommen? Gomez hatte den Schlüssel zum Kerker. Er hat ihn mir überlassen. Du willst doch nicht andeuten, dass du Gomez aus dem Weg geräumt hast. Doch, will ich. Junge, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Es freut mich aber, dass dieser dreckige Halsabschneider endlich das bekommen hat, was er verdient. Aber warum hast du mich befreit? Ich habe gehört, dass du im Kerker bist und habe die Gelegenheit genutzt, um Gomez ruhig zu stellen und dich zu befreien. Hab Dank. Ich stehe in deiner Schuld. Triff mich in der Schmiede. Dort reden wir weiter. Ja, mein Freund, das werden wir tun. Wir sehen uns. Wir sehen. Kannst du das nochmal sagen? Wir sehen uns.